Kalt, 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 kalt. Nein. Kommen wir zu den letzten beiden Charakteren, die wir haben, die noch ein bisschen nachrücken müssen. King Cat hat insgesamt nur 2 Limits und Raven insgesamt plus 4, wovon das vierte wieder irgendwas Spezielles braucht. Also müssen wir insgesamt nur 3 Stufen hochkommen mit den beiden. Daher machen wir das im Duett zusammen. Und wir, das Schöne ist, bei denen geht es nur darum, wegzuknüppeln. Also nicht darum, Limits direkt zu benutzen, sondern einfach nur darum, alles wegzuknüppeln. Und ich denke, da haben wir hier eigentlich eine gute Gelegenheit zu. Na, da, da, da. Ich weiß gar nicht, wie viel HP die Penner hier überhaupt haben. Aber teilweise machen die auch Schaden. Ein bisschen. Ein bisschen so. Raven ist ja mit einer der, ich sag mal, umstrittensten Charaktere. Wir haben in den Arena-Tests, den wir gemacht haben, gesehen, dass er eigentlich kaum aufzuhalten ist, wenn das Limit aktiv ist. Das macht es umso interessanter. Auf eine Art. Auf eine Art. Wundert mich selber, dass ich den jetzt habe so lange eigentlich gar nicht mitgenommen. Den habe ich jetzt überhaupt nicht großartig beachtet. Auf irgendwas musste man sich ja ein bisschen fokussieren. Aber da wir gerade dabei sind, das nachzuholen, dachte ich, machen wir es gleich komplett. Dann brauchen wir uns darum nicht mehr zu kümmern. Aber mit dem Wegräumen von Gegnern könnte das ruhig ein bisschen schneller gehen, glaube ich. Daher, ja, werden wir einfach abwechselnd. Wir brauchen eigentlich. Huch! Wir brauchen eigentlich nur draufhauen. Mehr ist das nicht. Da, 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 da. King Cat hat ja schon ein bisschen was weggeräumt, glaube ich. Ich bin mir unsicher, wann hier was erreicht ist. Aber bevor wir uns hier in Schnupfen hüllen, werden wir das, denke ich, noch schaffen. Sowas kommt noch. Nee, nicht wieder der Bunny-Scheiße. Dann nur noch einer. Ach ja, der Raven. Ein guter Mann. Guter Mann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier kommen zu wenige Gegner. Irgendwie. Didi-du-di-dai. Ah, das sieht doch schon besser aus. Ich weiß gar nicht, wem wir hier Vorrang geben sollen. Wir knüppeln einfach drauf los. Wir knüppeln einfach. Didi-kra-kra. Kaka, ka. Da, da, da. Ba, 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 ra, ba, ba. Was? Rababa? Oder gehen wir doch wieder zurück? Das sind hier ein bisschen wenig Gegner hier. Nee, das sehe ich gar nicht ein hier. Wenn da nur ein Gegner immer kommt hier. Was soll denn das? So, ist da hier Junon, glaube ich, ist das? Ja, Junon, Fort Condor haben wir abgerissen. Ja. So, welcome home. Hallo. Bitte schickt mir jetzt nicht diese schlafenden Dinger da. Die den Schlaf machen. Die in den Schlaf machen und den Schlaf machen. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. King Cat, Limit, Würfel. Das ist auch immer ganz lustig eigentlich. Ah, alles nur glücksfixiert. Also da können wir nichts irgendwie manipulieren dran. Hm? Ja, das kam gut. So, gallianische Bestie. Erwecken wir einfach mal, weil wir es kennen. Dann haben die sowieso abgeschissen. Warntanz. Oh ja.
Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Wenn wir ihn jetzt noch in Zorn stecken, in Tobsucht und was weiß ich, dann ist er vielleicht überhaupt nicht mehr aufzuhalten. Wahrscheinlich. So, Heilung. Na, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr nötig sein. Ja, dachte ich's mir. Und Raven hat ja auch noch, ja, ich wollte gerade sagen, andere Formen. Das ist zum Beispiel eine davon, zu der ich gar nichts sagen kann. Nichts. Wenn wir aber einrichten, prüfen. Verwandlung in einen Todesgigas. Okay, damit kann ich jetzt nicht viel anfangen. Aber wir werden sehen, was das ist, oder? Und dann entscheiden, ob die zweite, erste oder dritte Form effektiver ist oder so. Die erste Form ist schon mal eigentlich der Knüller. Ich sag mal so, die erste Form, dann also die erste Form, diese gallianische Weste, diese gallianische Weste, ey, was laber ich? Dann Hass drauf, Tobsucht brauchen wir nicht, Hass drauf, Zorn brauchen wir nicht, meine ich, also nochmal, Hass drauf, Tobsucht drauf, Spiegel drauf und dann kannst du ihn eigentlich ins Rennen schicken, da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Wird noch sehr interessant. Habe ich so im Gefühl. Oh, sehr schön. King Cat sollte auch mal ein bisschen zu was kommen, aber der kann hier irgendwie nichts. Na gut, außer das. Ja, komm schon, mein Kleiner. Würfel, die Würfel der Würfel. Die Würfel des Schicksals. Ah, immerhin. Immerhin, nicht wahr? Und so, mit dem Rest gehen wir uns hier nicht großartig ab. Ah, das wird reichen. So, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gegner besiegen war. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Falls ein Cut kommt, wisst ihr genau, das war ein bisschen zu viel. Ach so, eins haben wir noch vergessen. Hyper, Hyper! Die letzten beiden, die wir haben. Und sie stecken jetzt noch mehr Schaden ein. Shit. Shitty, shitty. Aber ganz ehrlich, danach kann ich den Wald von Nidell hier nicht mehr sehen. Den werden wir dann erstmal meiden. So, erstmal extrem heiligen. Und drauf. King Cat schon wieder bereit. Hey, nice. Dann würfel mal nochmal. Ja, ja. Was haben wir? 666, 18, was? Was? Das war gut. Oder? Kann sich sehen lassen. Der Würfelmann und der Rabenmann spucken diese Gegner an. Ach nee. Das Gil wird auch langsam übermenschlich hier. Obwohl, ich glaube, das ist nicht wirklich übermenschlich. Wir wollen ja noch in Costa del Sol unsere Villa kaufen. Das geht irgendwie, ich weiß aber nicht, wie viel wir dafür brauchen. Aber das werden wir auch auf jeden Fall auch noch anstreben. Sag mal, jetzt geht doch nicht andauernd auf King Cat, meine Güte. Gut. Mensch, Raven, du nimmst hier unsere Cat alles weg. Aber nicht schlimm. Da di da di da dai ai. Das ist gut. Diese Viecher sind gut.
So, King Catty, dann würfel mal ein bisschen. Was hast du? Na? Kann man schnell zählen? 3, 1, 1 und 1. 3, 4, 5, 6, 7. 7 hatten wir, oder? Und da kommt 2, 8 raus. Was soll das? 1, 2, 3, 4. Mal 4 wird das wohl gerechnet. 7 mal 4. Also praktisch die Punkte des Würfels mal 4, oder? Ja, Ultima, nice. Auch gleich mal probieren. 7 mal 4 sind 28. Ja, mal 400 praktisch der Schaden. Oh, King Cat, nicht drauf gehen. Bitte nicht. Bitte nicht. Na, 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 na. Du, du, du. Ich hab nicht gesagt, dass du hier druckeln sollst, ja? Alter, was die da reinhauen, hä? Ja, nicht viel, aber schnell. Zauber. Ultima müsste jetzt... Ah, Ultima. 130? Schauen wir uns mal an, oder? Ultima! Ja, ja, so hatte ich es noch in Erinnerung. Ich glaube, da gab es denn noch eine Abweichung in Final Fantasy 8. Da hat man dann, glaube ich, so eine grüne Kugel gesehen. Glaube ich. Auf jeden Fall nice. Werden wir alles brauchen. Denn uns stehen Kämpfe bevor, die das Maß der Intelligenz überschreiten werden. Todesgigas, da bin ich ja mal gespannt. Ja, schick ihn erst mal schlafen. So, mal schauen, wie der aussieht. Das sieht ja aus wie Frankenstein hier. Hulk und Frankenstein. So, okay, dann mach mal was. Was macht der? Blitzschlag! Oh, Alter, Alter! Ja, das war jetzt vielleicht nicht so berauschend, aber stellt euch das mal im Bosskampf vor. Die Form bleibt ja da, bis er down geht. Das heißt, der drückt so einen Schaden raus. Das ist, denke ich, wenn man das jetzt unter den Voraussetzungen mit Hast und alles so ausstattet, ist das, glaube ich, gar nicht mehr beizukommen. Weiß ich nicht. Wenn wir vielleicht auch noch Gelegenheit haben, das zu probieren. Oh nee, nicht ihr schon wieder. Ihr gebt... Oh. Nee, nee, ihr wisst's ja. Ihr wisst's ja. Ich kann die nicht leiden. Nee, nee. Und King Cat schon wieder bereit hier. Ba, ba, ba. Aber wie gesagt, ich bin beeindruckt davon. Kommt mir jetzt in erster Linie ein bisschen zu OP rüber. Ich kann mich auch irren. Falls ihr da bessere Erfahrungen gemacht habt, sagt mal Bescheid. Ich gebe mal King Cat auch eine Materia, dass er hier was machen kann. Erde ist Level 3, gehen wir Ultima. So, okay. Der Meteor schwebt die ganze Zeit am Himmel. Ich freue mich schon, wenn wir Sephiroth fisten können. Moment, wir brauchen einen Zauberhammer. Können wir da ein bisschen was... Ui, weglutschen? Nein, nicht drauf gehen. Nicht drauf gehen. Ja, sehr schön. Raven. Ja, das sieht hier immer gleich aus alles. Also ich muss sagen, Feinespin hat einen relativ hohen Stand bei uns. Sehr oft wird das genutzt als wie irgendwas anderes. Die, 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 ei, ei, ei.
Ei, ei, ei. Didi, du, di, dei. Oh, geht mir doch nicht auf den Sack, Mann. Didi, didi, didi. Ach komm. Mal ein bisschen anhauchen hier. Schöne Grüße von Marlboro. Der ist cool. Der Gegner ist cool. Im 8. wird er noch cooler. Ja? Da habe ich damals meine Tastatur zerbissen hier. Na, gefällt euch das hier? Panner! Schön, wenn man nichts mehr machen kann, oder? Aber was das Gute ist, wir können euch jetzt ganz in Ruhe auslutschen. Bim! Finde ich sehr genial, oder? Hat was. Hey, sag mal, King Cat, willst du nicht mal hier aufstehen, bitte? Lass mal wach, bitte. Oh! Ultima! Das geht schon von vornherein auf beide. Geil! Ach so, heilen wäre mal eine Option, oder? Eine Option. Sehr schön. Also Todesgigas gefällt mir sehr gut. Wir haben auch nur eine Attacke jetzt gesehen. Da di du du di du di du du du. Löschen wir gleich mal alles aus hier. Schon wieder alle mit. Meine Güte. Ultima! Und tschüss. Bumm. 130 MP. Ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt sich. Die, 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 die. Mann, die gehen mir einfach nur auf den Sack. Die
Da dieten diedel dudel dudel da dieten da 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 da. Ja, ja, Gegenangriff ist was Schönes. Ja. So, schauen wir mal, wann das mal erreicht ist. Nix. Da di dudel dudel dai 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 ai 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 ai. Ah, geht nicht. Zeit geboren. Toll. Dim, 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 dim. Ich gehe durch den Wald, bis es knallt. Ich gehe in den Wald und dann knallt. Es knallt in den Wald. Ich gehe in den Wald. Ja, 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 bis es knallt. Und ich werde überalt. Okay, schau mal, Todesgigas ist mal wieder bereit. King Cat wird sich wieder heilen müssen. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar andere Attacken entlocken können. Den Blitz kannten wir ja schon. Mal schauen. Gigaslam, was? Oh. Genau auf die dreckige Warze. Genau auf den Pickel gehauen. Habt ihr das gesehen? Das nenne ich mal eine... Ja, eine präzise Handlung. Ja, gleich nochmal. Das gefällt mir. Bam, Buzzer. Das war der Buzzer. Der Hot Button hat zugeschlagen.
Raven, mach ruhig, mach ruhig. Ich warte noch ein bisschen. Und? Was kommt? Blitzschlag. Sehr schön. Geil. Das geht auf alle. Also eigentlich genauso geil wie galianische Bestie. Nur ein bisschen anders. Raub, Level 1. Sehr schön. Das war's mit euch, ihr Mistviecher. Das gibt's nicht, wie lange ich hier rumdödel. Didididildudeldeidei. Das geht mir so auf den Sack, diese Mistviecher. Ja, heute noch. Da passiert sowieso nichts. Ihr Fotzen. Dididildudeldidelday. Da, 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 da. Was? Helmmaske? Mascara? Helmmaskara? Das ist ja geil. Mann, das geht ja richtig ab. Nice. Okay. Mit Raven haben wir das Ziel schon mal erreicht. Schauen wir uns natürlich an. Währenddessen wir jetzt King Cat ein bisschen hervorheben. Ether. Oh. Ich habe so viel Ether gesammelt. Alles verballert hier, weil ich kein Zelt habe. Natürlich könnte man in das Dorf hier nebenan gleich gehen und Zelt kaufen. warum mache ich das eigentlich nicht? Keine Ahnung. Das kann ich euch nicht beantworten. So, King Cat, dein Auftritt müsste eigentlich auch bald soweit sein. Hoffe ich. Ba, 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 ba. Mann, ihr glaubt gar nicht, wie ich diese Schlafschuppenviecher hasse. Ich hasse sie. Oh, die hasse ich genauso. Heilmittel. Kennt ihr eigentlich auch irgendwas anderes? Wieso heilt der sich selber, der Vollidiot? Oh, ich krieg die Krise hier. Ultima! Wiedersehen. Räder erhalten. Errungenschaft freigeschalten. Das ist das zweite. Ich speichere mal, bevor irgendwas schief geht. So, da wollen wir uns natürlich die beiden noch angucken, nicht wahr? Einrichten, prüfen. Was passiert als nächstes? Wo soll ich das wissen? Verwandlung in einen Helmmasker. Kenn ich nicht. Sind die beiden in Zorn? Ja. Dann werden wir das jetzt kennenlernen, glaube ich. Räder und Helmmaske. Da di 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 di
Räder, was sind denn Räder? Räder. Räder, was? Nimmt der da irgendein Auto und fährt mit? Oh nee. Was haben wir? Krone? Was ist das? Zinnsoldat? Was? Spielerei. Okay. Da kommt dann wohl immer irgendwas anderes raus. Das ist auch interessant. Also ist das auch glücksabhängig. Gut zu wissen. Helmmaske. Und was ist Helmmaske? Irgend so ein Höllenvieh oder sowas könnte ich mir da ganz gut vorstellen. Ja. Nee. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ich kann euch nicht mehr sehen. Nun rennt. Nun rennt schon. Gut. Ein Problem weniger. Ey, ihr wollt... Alter, geht mir ja nicht auf den Sack. Boah, das ist so ekelhaft. Nun renn, du Lappen. Alter, ich krieg hier gleich... Na, geht doch. Boah. Das ist ekelhaft. Okay, ich bin auch schon ein bisschen drüber hier, jetzt mit allen das nachzuziehen. War auch sehr zeitintensiv und da geht mir sowas einfach auf den Sack. So, dich lutsche ich erstmal aus hier. Ja, naja, mach ich. Den nächsten nutze ich auch noch weg hier. Bum. Lecker. Dann nehme ich den dritten noch auch noch. Alle guten Dinge sind sowieso drei. Bum. So, dann wird es jetzt Zeit, das mal zu sehen. Na nun haut mir doch mal die Fresse ein. Wie lange dauert denn das? Na geht doch. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Helmmaske! Hey, Jason! Splattering, was? Ja. Oh weia, macht der... Der macht gut Damage. Das auch wieder wie gallianische Bestie. Ich denke, Nightmare. Also zwei Attacken nehme ich an. Eine Attacke, die ein paar Mal draufhaut und ein Zauber. Finde ich gut. Splatterregen, ja, so muss das sein. Ja. Okay, auch nicht schlecht. Der Kopf, wie der sich da in allen 480 Grad Winkeln dreht, finde ich gut. Ja, Schweigen auch noch drauf. Und tschüss. Okay, meine Güte, wir haben es geschafft, alle auf halbwegs vernünftigen Stand jetzt hochzubauern. Und demnächst, in der nächsten Folge geht es dann auch mit der Storyline ein bisschen weiter. Wir werden den Schoko-Alten besuchen. Wir werden unsere Materia perfektioniert anordnen. Wir werden eine ganze Menge machen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.